Meine Mutter hat eine sehr persönliche Geschichte damit. Und zwar sind ja meine Eltern 56 geschieden worden. Und wenig später lernte meine Mutter dann einen Mann kennen, der wahrscheinlich das für sie war, was man so gemeinhin den Mann des Lebens nennt. Und der war Ingenieur in Leipzig und ging dann, weil er nicht weiterkam, beruflich nach Frankfurt. Und meine Mutter ging hinterher, kurze Zeit darauf, und war so, als ich so 7 war, ein Jahr in Frankfurt-Main bei diesem Mann. Und der Plan bestand, dass die beiden auswandern nach Kanada und sie kamen zurück, um uns zu holen, mein Bruder und mich. So jedenfalls habe ich es im Gedächtnis, so wurde es von ihr berichtet. Und während sie darüber mit unserem Vater sprach, wurde die Mauer gebaut. Und sie wurde also gewaltsam sozusagen von ihrem Liebsten getrennt. Und das haben wir als Kinder sehr intensiv mitbekommen, weil ja, da wurden jeden Tag Briefe geschrieben. Das war also eine Zeit lang sehr traumatisch für meine Mutter.